Ja, und die sind eigentlich zurzeit in meinem DM ausverkauft, weil sie so gut sind. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Müller-Haul. Ich war letztens einfach so ohne Grund bei Müller. Da habe ich immer wieder ein paar Gutscheine zu Hause und eigentlich noch immer. Und zwar der Gutschein von Weihnachten, den habe ich jetzt komplett verbraucht und jetzt habe ich noch zwei Gutscheine von meinem Geburtstag. Ja, bei Müller stöbe ich gerne und ich bin echt drauf gekommen, dass man wirklich aufpassen muss, wo man was kauft. Ich muss sagen, Müller hat einige sehr günstige Preise bei gewissen Dingen, aber auch manche Sachen sind teurer als in einer anderen Drogerie. Also da muss man wirklich echt drauf schauen, wer da die Preise gut auswendig kennt, der hat es da ein bisschen leicht. Ich gehe meistens dann mit meinen DM-App durch und schaue und denke mir, okay, nein, das nehme ich jetzt nicht mit. Das ist bei DM um einiges günstiger. Also wenn ihr da auch ein bisschen Schnäppchenjäger seid, dann könnt ihr da auch gerne ein bisschen darauf achten. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, was ich alles mitgenommen habe. Es ist nicht viel geworden, trotzdem sind es 40 Euro insgesamt geworden. Und ja, hoffe, dass ich den Kassenbon aufgehoben habe. Ja, meistens, wenn ich so durchgehe beim Müller, gehe ich zuerst immer in die Pflegeabteilung, keine Ahnung wieso. Ich sehe, was es an neuen Masken gibt und da habe ich mir dieses Mal hier von Luvos diese Heilerde Anti-Pickel-Maske bei fettiger und unreiner Haut mitgenommen. Naturreine Heilerde mit Jojoba und hat eine Kundenzufriedenheit von 5 Sternen. Ich habe schon oft diese Luvos-Heilerde in Videos gesehen, aber habe die nie bei DM gefunden, zumindest bei unserem DM und auch online nicht. Deswegen ja, durfte die jetzt von Müller mit, einfach um sie auch mal zu testen. Und die ist auch vegan, entfernt Pickel und Mitesser. Echt jetzt? Wie kann eine Maske Mitesser entfernen? Und Pickel. Reinigt tiefwirksam Poren, peelt sanft und verfeinert auch das Hautbild. Wenn ihr schon mal Luvos Heilerde getestet habt, bitte schreibt sie mal in die Kommentare, ob ihr die auch so toll findet wie die meisten anderen. Und ja, dann bin ich weitergegangen zu Pflege, beziehungsweise gleich nebenbei sind die Seren gestanden. Die Seren, die Konzentrate. Ja, und die sind eigentlich zurzeit in meinem DM ausverkauft, weil sie so gut sind und die möchte ich jetzt auch testen. Und zwar rede ich hier von diesen Shabens Vitamin C Konzentraten mit Soforteffekt, Energie, Glow und glatte Haut. Hochdosiertes Vitamin C und Orangenduft und ist vegan und da habe ich mir dann natürlich auch gleich 2 Stück mitgenommen. Falls es für meine Haut wirklich nichts sein sollte, dann werde ich eines in eine Verlosung mit reingeben. Mal sehen. Aber ja, bis jetzt habe ich nur Gutes darüber gehört. Erhöht die Hautfeuchtigkeit um bis zu 97%. Sofort mehr Energie, Vitalität und Glow. Mildert erste Linien und Fältchen. Ohne PEG, Silikone, Paraffine und Farbstoffe. Der Umwelt zuliebe klimaneutrales Produkt. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Dann habe ich mir noch so kleine Haarspangen mitgenommen, die ich immer wieder mal benötige, wenn ich mir meinen Dutt zur Arbeit mache und oder meinen Messy Bun. Ja, und hinten dann die Härchen so runterfallen oder wegstehen, dann benötige ich immer diese Spangen und die gehen auch wirklich sehr oft bei mir verloren, obwohl ich wirklich darauf achte, dass das nicht passiert, passiert es trotzdem. Dann bin ich weitergegangen zu den Deodorants und habe auch darauf gehofft, dass es noch da ist. Und ja, und zwar einmal hier dieses Body Spray von Impulse ohne Aluminiumsalze in der Duftrichtung Vanilla Kisses. Und ja, natürlich habe ich mir da gleich 3 Stück mitgenommen. Eines habe ich dort gelassen, einfach, ja. Ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht, alle mitzunehmen, um wirklich vielleicht noch jemanden etwas übrig zu lassen. Ja,
Drei Stück, ich denke, da komme ich jetzt schon mal bestimmt 3 Monate aus, wenn nicht länger. Und ja, der Duft ist einfach unglaublich. Ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auf Vanilledüfte steht, dann bitte testet mal dieses Produkt. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ihr es lieben werdet. Dann bin ich weitergegangen zu den Haarprodukten und Trockenshampoos. Da habe ich nichts Neues gefunden. Deswegen habe ich da auch nichts mitgenommen. Aber ich habe mir hier dieses Volumenpuder mitgenommen von Müller Eigenmarke Aveo, glaube ich, ist das. Und das ist ein gehobener Füllstoffvolumen mit Kokosduft. Volumeneffekt ohne zu verkleben in Sekundenschnelle macht keinen fettigen Ansatz. Na, das will ich aber auch hoffen. Für den Push-Up-Effekt, für den Haaransatz einfach das Puder auf deinen Haaransatz streuen und leicht einmassieren. Tipp: Ansatz tupieren verstärkt den Effekt. Es sind 10 Milligramm drinnen und ich werde es jetzt mal aufmachen. Ich möchte mal dran schnuppern. Ein sehr süßer Kokosduft. Ein sehr, sehr süßer Kokosduft. Für die Haare aber finde ich das nicht so schlimm. Tja, werde ich auf jeden Fall testen, ob das irgendwas bringt und werdet ihr bestimmt in einer meiner Aufgebraucht-Videos wiederfinden. Weiter geht's dann mit diesem Produkt und das ist ein Mascara-Bürstchen, was ich für meine Augenbrauen verwenden werde, da mir das Köpfchen hier bei meinem kaputt gegangen ist, beziehungsweise das fällt immer wieder runter. Ich muss es immer wieder reindrehen und schlussendlich habe ich es jetzt komplett verloren. Deswegen habe ich zu diesen hier gegriffen. Sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. Und mir ist es immer wichtig, dass man dieses Bürstchen auch ein bisschen biegen kann. Ja. Ich biege das meistens gleich immer in so eine Form, um schön an den Augenbrauen dran zu kommen. Dann habe ich mich ein bisschen bei Lashes ausgetobt, da mir in letzter Zeit ja irgendwie alle schon, sie waren auf jeden Fall nicht mehr brauchbar und dann gebe ich sie lieber weg, bevor das auch nicht schön aussieht. Deswegen durften jetzt 3 neue Wimpern mit und zwar einmal hier eine Neuheit von Essence. Dieser Magical Mystical Me False Lashes ist auch ein Kleber inkludiert und die sehen ja schon mal sehr bombastisch aus, finde ich. Für manche Looks sieht das auch wirklich gut aus und ich muss auch sagen, für diese extremeren Insta-Make-up-Looks, sage ich jetzt, sieht es fast schon ungewohnt aus, wenn man keine Wimpern drauf hat. Zumindest habe ich das Gefühl. Auch von Essence habe ich zu denen gegriffen, die es eh schon länger gibt. Und zwar Lashes to Impress. In der Nummer 04, der Mega Volumizer, ist auch ein Kleber inkludiert. Und zu guter Letzt, die hatte ich auch noch nie, sind von Catrice, die hier. Die Classic Kista Volume mit ultra flexiblen Lash Bands. Ja. Die gefallen mir jetzt von allen am meisten, sind glaube ich auch die teuersten von allen und im Vergleich. Hier jetzt im Vergleich finde ich wirklich, dass die hier die natürlichsten Wimpern von allen sind. Aber ich werde sie auf jeden Fall bald testen. Dann, und das wusste ich gar nicht, hat Müller die Marke Luvia Cosmetics. Und da habe ich mir diesen Make-up-Sponge, Blender-Sponge mitgenommen. Ja, da habe ich an die 5, 6 Euro dafür bezahlt. Und das finde ich schon recht günstig für einen Make-up-Sponge. Hoffe nur, dass der auch ein bisschen was drauf hat. Ja, meinen Real Techniques und der vom Beauty Blender, die sind echt meine Favoriten. Jetzt probiere ich mal den. Der hat mich sehr angesprochen, vor allem auch, weil er schwarz ist.
und ist auf jeden Fall vegan und cruelty-free, super soft, latex-free, Make-up, Blending Sponge. Ja, freue mich schon, den zu testen. Und dann sind wir in die Spieleabteilung gegangen, beziehungsweise auch in die Kinderabteilung, denn meine Tochter war mit. Und die durfte sich dann etwas aussuchen, und zwar einmal hier Badekristalle in der Duftrichtung Kirsche. Oh mein Gott, riecht sehr intensiv nach Süßigkeiten. Aber ja. Und dann habe ich auch schon zwei Sachen für den Adventskalender meiner Tochter mitgenommen. Und da habe ich zu denen gegriffen, und zwar Bibi und Tina. Solche Pixie-Bücher, die finde ich immer sehr toll. Und meine Tochter bekommt jeden Tag von mir oder meinem Freund eine Geschichte vorgelesen, beziehungsweise ein Buch vorgelesen. Und ja, eigentlich perfekt für den Adventskalender. Ich weiß, da wird sie sich bestimmt freuen. Tja, und das war's auch schon mit dem Müller Haul. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.